Herzlich willkommen von Home Adventure. Ja, ich bin leider alleine weiter unterwegs. Es ist ein bisschen ungewöhnlich und ja, manchmal tut mein Herz weh, aber es ist so, wie es ist. Wir fahren jetzt durch Frankreich durch und das mautfrei Richtung Clairet-Ferrand. Und zwar das meiste ist Nationalstraße, also Endstraßen. Die sind zum Teil gut, zum Teil ja mäßig. Zum Teil hat es Kreisel, zum Teil keine, aber man kommt vorwärts und dann auf die A75 in Clermont-Ferrand. Ab da ist es dann einfacher, dann geht man bis runter zur Küste, über 200 Kilometer. Macht vielleicht eine Zwischenübernachtung in der Brücke von Milau, weil die kostet, was kostet die, 33,60 für Camper. Also fährt man vielleicht besser unten durch und übernachtet da gleich. Man darf da runterfahren, LKW-Verbote gilt für Wohnmobile in Frankreich nicht. Also wenn ihr ein LKW-Zeichen seht, dann betrifft das euch nicht, wenn ihr eine Wohnmobilzulassung habt. Genau. Und dann auch Einreise Spanien, da gibt es ja keinen Zoll mehr. Also ich bin dann kurz vor Spanien noch ein kurzes Stück auf die Autobahn, ist viel einfacher wieder über den Pass. Und ab Spanien ist ja dann die Autobahn nicht mehr mautpflichtig. Das wurde ziemlich aufgelöst, glaube fast überall. Und da kommt man dann gut vorwärts. Und ja, seht selber, viel Spaß beim Schauen. Bis später. Wir fahren jetzt weiter da über die Berge und unten ist Nebel, seht ihr vielleicht. Und schon bin ich im Nebel drin, aber nicht lange. Ich fahre dann wieder hoch. Ich habe schnell Pause gemacht, einen schönen, wirklich schönen Pausenplatz da, ein Rastplatz. Hinten, man könnte sogar schlafen, es ist ruhig, weil es hinter einem Hügel ist, aber jetzt geht es wieder weiter. Der Rastplatz heißt La Lozere, La Rozele. Mann, habe ich ein Pech mit der Heizung, jetzt habe ich den Regler ersetzt, super. Jetzt habe ich die Heizung schnell angestellt, weil es hoch ging und der heiß wird, dann mache ich die Heizung immer an. Und jetzt ist mir das Teil da abgebrochen. Also nicht dieser Schalter, sondern das Teil, das da rausguckt, abgebrochen. Scheiße. Jetzt ist es richtig heiß hier. So, jetzt bin ich schnell rausgefahren. Zum Glück habe ich genau vor 2 Tagen, soviel ich weiß, hier diesen Schalter hingemacht, um die Heizung abzustellen. Als ob ich es gewusst hätte, dass das Teil vielleicht wieder kaputt geht. Aber diesmal nicht der Regler, sondern der Schalter, der Knopf. Ja, jetzt kann ich wieder fahren. Oh, ist das schön, wie ein Tafelberg. Es sind jetzt geht es 6,5 Kilometer runter. Da oben die Greifvögel. Wow, ganz viele. Also dieses Schild hier gilt für Wohnmobile nicht, ist genau gleich wie in Österreich. In Deutschland ist das aber nicht so. Oh, ist das ein schöner Berg da. Das ist der gleiche. Ich fahre jetzt runter nach Milau. Da übernachte ich irgendwo, mal schauen. Und ja, morgen geht es dann weiter.
Schön Motorbremse im dritten Gang. Ja, jetzt geht es noch ohne Motorbremse, also ich habe noch keine. 6%, lieber langsam. Meine Aussicht. So, französisches Hundetreffen. Da ist eine Hundegruppe, ganz viele Hunde. Auf diesem schönen, weitläufigen Gelände. Das war mein letzter Übernachtungsplatz auf dem letzten Bild hier vor dieser schönen Kulisse. Jetzt fahre ich weiter nach Sette. Den Heizschalter da hinten habe ich übrigens gestern noch repariert. Und so wie auf dem Foto. Und am Außenring habe ich gedreht, weil die Innereien kann man vergessen mit Kleben. Auf jeden Fall. Jetzt kann ich wieder drehen, die Heizung macht auch schön zu. Und jetzt bin ich gerade da am Runterfahren, jetzt geht es richtig steil runter. Man darf hier nur 50 fahren, ab 3,5 Tonnen. Ja, diese scheiß Heizung, jetzt ist plötzlich warm geworden, vorher immer schön zu. Jetzt plötzlich wird sie wieder warm, macht sie auf, keine Ahnung, ich kann nichts machen. Also ich muss da vorne wieder zumachen, sonst verrecke ich. Der Motorradfahrer da vorne hat mich überholt, hat gewunken, jetzt fährt er seit 50 Kilometer vor mir her. Ich glaube, der will mich sehen, der kennt mich, aber es kommt keine Raststätte. Ja, nun, also. Noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Aber ich jetzt? Ah ja, ich habe dich gesehen in Friedrichshafen, oder? Nein, nicht? Wir haben es nicht gesehen. Das war aber das Problem. Es hat nicht funktioniert. Aber irgendwo habe ich dich mal gesehen. Ja, in Freiburg, auf der Messe. In Freiburg? Auf der Messe. Das erste Alles mal. Klar. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Du hast gesagt, ich habe dich nur angeschrieben. Hallo. Benno, grüß dich. Rein. Mein Platz in Sette. Bin angekommen, gar nicht so einfach einen Platz zu finden. Aber hier ist ein schöner Kanal. Ich komme gerade von einer Fahrradtour. Und wir sind über 10 Kilometer unterwegs gewesen. Da vorne ist das Meer. Tipptopperplatz, da drüben ist der Lidl. Ja, mal schauen, wie lange ich bleibe. Das hier war mein nächster Übernachtungsplatz. Ich bin da auf den Hügel mit einer wunderbaren Aussicht und auch weniger Straßenlärm. Aber um 12 Uhr kamen dann Junge. Ja, die haben einfach diskutiert. Das war nicht allzu laut, aber das ist dann halt so abgelegene Plätze. Mitten in der Stadt, ein kleiner Berg. Und da kommen dann am Morgen alle mit ihren Hunden, mit den Autos hoch und gehen spazieren. Ich weiß nicht, wie viele Hunde hier waren. Aber ja. Ja gut, ich fahre jetzt weiter nach Spanien. Sette AD. Ich fahre jetzt hier auf der schmalen Landzunge eigentlich. Rechts ist, wie sagt man, Binnensee oder Meer. Und da vorne ist ein Stellplatz, wo alle Camper stehen. Und da meine Kollegin, die habe ich 35 Jahre nicht mehr gesehen. Sie wurde alt, ich wurde alt. Und die wollte mich zuerst dahin verfrachten. Aber ja, das ist mir ein bisschen zu voll da gewesen. Und jetzt fahre ich dahin zum Entsorgen. Und dann seht ihr das auch noch. So, da ist dieser Stellplatz. Ja, für alle, die es noch nicht wissen, entsorgen, einfach Schalter hoch, dann geht der Tank auf. Dann kommt das Abwasser und auch die Toilette zusammen. Ich habe jetzt eine Hackertoilette, ich habe nur einen Tank, weil das kommt ja sowieso zusammen bei der Entsorgung. Fließt dann da raus.
So, jetzt schauen wir noch schnell den Stellplatz an. Überall sind diese Schilder, die ein VW-Bus oder ein kleines Fahrzeug haben, die haben Glück, die müssen nicht bezahlen. Und alle anderen müssen bezahlen. Die sind dann da, kostet jetzt Nebensaison 10 Euro die Nacht. Und dann steht man halt ein bisschen eingepfercht. Das ist nicht so meins, aber jeder kann es ja machen, wie er will. Also hier stehen sie. Ja, wenn sich da noch eine dazwischen drängt, oder ja, sind ja alles Plätze, dann wird es schon eng. So wie hier. Aber es hat auch in der Mitte, hat man ein bisschen mehr Platz. So sieht das aus hier. Hä? Da bin ich am ersten Tag schnell mit den Kollegen in ihrem Auto hin und sie wusste ja nichts. Sie hat einfach einen Platz für mich gesucht und hat gesagt, da stehen immer welche und ja. Jedenfalls habe ich ja auch gute Plätze gehabt. So. So, jetzt muss ich glaube wieder weg, da wollen alle entsorgen. Was hier auch hat, ist ganz viele Mücken. Das war auch ein Grund. Bin jetzt in Spanien angelangt, nach Perpignan bin ich dann auf die Autobahn. Und ab Spanien ist er dann kostenlos, kostet 6,50 Euro, ist glaube ich besser. Und jetzt suche ich mir da ja, einen Platz, ein bisschen abseits, ein bisschen wo es ruhig ist, wieder mal Natur, auch für die Hunde, nach 2 Tagen Stadt. Mal schauen, wo ich da hinkomme. Auf eine Olivenplantage oder Acker. Ja, ich fahre noch ein bisschen. Stell mich mal da hin und gehe mal noch zu Fuß weiter und sonst bleibe ich hier. Wow, hört ihr das? Das Rauschen und der Duft hier. Oh. Bin ich runtergelaufen und hier habe ich doch ein schönes Plätzchen, ein bisschen neben der Straße. Da stelle ich mich hin und es riecht fantastisch. Also, ich fahre da runter, es ist ein bisschen eng, aber so weit geht das. So, da oben muss ich jetzt aufpassen. Ah, das knistert halt. Das ist Offroad, das gehört dazu. So, jetzt bin ich aber durch die Büsche durch. Und gleich da unten kommt mein Platz. Und zwar hier rechts rein. Ah, schön in diesem Pinienwald, ist wunderbar. Hier rein. Also wenn ich mich verstecken müsste, wäre hier sicher ein super Platz. Das ist also mein Platz. Mitten in diesem Pinienwalder und der Duft ist herrlich. Ich kaufe auch immer wieder Honig, der so riecht. Was das heißt, Achtung, Apelles. Apelles wollte ich übersetzen, kennt Google nicht. Nächsten Morgen, wir sind auf Fahrradtour und hier ein Lost Place, verlassene Häuser, die Natur holt es zurück. Ja, das ist eines davon, he? Das andere ist da hinten. Wer hat hier mal gelebt? Die sind auch am Jagen, überall Jagdhunde, die Jäger waren bei mir. Vorbei schnell gekommen, haben sie mir gesagt. Gleich daneben ist die Autobahn. Die jagen Wildschweine übrigens. Der Wald ist ein bisschen größer als gedacht. Ich hoffe, ich finde meinen Camper wieder. Wir haben bis jetzt, glaube ich, 4 Kilometer gemacht. Aber ich mache das nach meinem Instinkt. Aha. Da drüben ist ein Dorf. Ein Dorf. Ach, ich liebe diese Wälder, diese Pinienwälder und Mischwälder. Es riecht hier einfach wunderbar.
Und wir treffen wieder auf ein Haus. Bewohnt ist es nicht mehr, vielleicht Wochenendhaus. Ah, wunderschön gelegen. Wir sind so gut wieder zurück. Da hinten ist der Camper, da bin ich runter. Und da unten sind sie am Jagen. Ich höre da die Hunde und Glocken. Und alle haben Westen an, damit man sie erkennt. Ich hätte vielleicht auch eine anziehen sollen. Aber die Hunde bleiben bei mir, um die habe ich keine Angst. Mein Instinkt haben mich zurückgeführt, oder dann hätten die Wölfe das gewusst. Also da hinten steht mein Camper. Eigentlich wollten die Jäger da parkieren, die haben jetzt halt daneben parkiert. Alles unkompliziert hier in Spanien, wunderbar. Keiner sagt was, dass ich da im Wald bin. Das wäre im deutschsprachigen Raum fast unvorstellbar. So, die Jagd ist fertig, sie haben nichts geschossen. Überall haben sie sich platziert und jetzt geht's wohl gemeinsam ins Restaurant oder so. Die Jagd ist vorbei, nichts geschossen. Bye! Ah, die sind alle nett, ey. Ich kann zwar fast kein Spanisch, ich versuch's dann mit ein bisschen Italienisch. Bin etwas weiter gefahren, bin jetzt unterhalb Tarragona und fahre gerade mit dem Rad durch. Da hinten seht ihr ganz weit hinten mein Camper, ich habe einen super Platz wieder. Und ja, hier ist eine Feriensiedlung, die ist aber verlassen. Keiner ist mehr da, obwohl es ist noch schön warm. Das hier ist jetzt mein neuer Platz. Ulrike ist auch noch zu mir gestoßen. Ich habe einen Nachbar, der stand schon vor mir da. Ein Fischerauto und da unten sind alle anderen Camper. Parkplatz halt. Ja, ich habe mich da oben dahin verzogen. Und ja, eins, zwei Nächte.
bin ich weggefahren, ich tanke wieder mal Wasser. Da gibt es einen öffentlichen Brunnen. Es kommt allerdings nicht so viel raus. Es kommt genau 4 Liter pro Minute raus. Ich tanke ungefähr 200 Liter. Das dauert etwa 50 Minuten. So kann man das gut einschätzen. Hier seht ihr die Liter pro Minute. Das ist gut. So, jetzt tue ich ein bisschen arbeiten. Wassertank ist voll, Dieseltank ist fast leer, deswegen habe ich noch eine Tankstelle angepeilt. Es gibt da eine App, die heißt Gasall in Spanien und da kann man gucken, welche sind günstig. Aber Achtung, nicht immer was günstig ist, hat auch gute Dieselqualität. Viele mischen da halt noch Biodiesel rein und umso mehr Biodiesel das er hat, umso höher geht der Verbrauch. Eine Tankstelle vor Jahren habe ich zweimal getankt und dann war der Verbrauch immer so 1,5 Liter mehr. Da tanke ich jetzt nicht mehr, da nützt mir nichts mehr. Ja, und diesmal habe ich, glaube ich, bei der Tankstelle Familie getankt für 1,49. Und jetzt der Unterschied vor dieser Krise, vor dem Krieg und der Sanktion und der Krise war er 1,19 die billigsten. Es macht einen Unterschied von 30 Cent. Jetzt schauen wir mal nach Deutschland rüber. Da war etwa damals der günstige 1,10, vielleicht 1,15 und jetzt sind die günstigsten irgendwo bei 1,80. Ein Unterschied von knapp 70 Cent. Also in Spanien sind es nur, 30 Cent, ja. Und in Deutschland ist der Unterschied 70 Cent, ja. Wer verdient denn da? Ja, das sind vermutlich die Steuern, CO2-Aufschläge, Mehrwertsteuer und so weiter. Und ja, manche Länder nehmen da mehr, andere weniger. Und ja, die Leute gewöhnen sich einfach dran. Die Subventionen sind überall jetzt weg, aber er ist immer noch teuer, der Diesel, vor allem in Deutschland, teilweise auch in Österreich und in der Schweiz sowieso, da ist 2 Euro mehr der Diesel. Ja, das ist ein Grund, warum ich große Tankkapazitäten damals gemacht habe, weil ich wusste, irgendwann sind die guten Zeiten vorbei und dann brauche ich Kapazität. So. Den Saudi-Diesel habe ich jetzt noch ganz aufgebraucht und jetzt habe ich mal 200 Liter getankt oder 210 und damit sollte ich dann bis Marokko kommen. Auch da wurde es teuer, ich glaube, dort ist es 1,20, ist auch viel für dieses Land, wenn man denkt, was die verdienen. Deswegen fahren die kaum von Dorf zu Dorf, sondern nur innerhalb von Dorf, ja. Okay, jetzt aber bin ich bereits beim neuen Platz angelangt und den zeige ich euch jetzt. Genau, und da ist jetzt mein neuer Platz, ein bisschen abseits vom Dorf, weiter hinten, 100 Meter ist ein Friedhof. Ich habe auch noch Wäsche gewaschen, jetzt habe ich ja wieder Wasser, mache ich meistens, wenn ich gerade Wasser tanke. Jetzt bin ich alleine, jetzt brauche ich auch weniger Wasser. Und da hinten ist die Ulrike wieder mit ihrem 4x4. Wir sind jetzt mal zu lang zusammen, mal schauen wie lang. Und ja, jetzt ist es mal eine Nacht, die bleiben wir hier und dann suchen wir uns was da hinten, ein bisschen weiter oben. Und den Rest werden wir schauen. So, das war es wieder von mir. Also, wir fahren weiter Richtung Süden, irgendwann dann Marokko. Mal schauen, wie lange ich dafür brauche. Ja, also jetzt geht's langsamer vorwärts. Und schön wart ihr dabei. Wie immer Daumen hoch. Ihr dürft es auch teilen, verlinken, wie auch immer. Und wir sehen uns schon bald wieder. Und danke und tschüss.